TV, das Magazin, heute unter anderem mit diesen Themen. Erstkommunion, kein Tag wie jeder andere im Leben eines Kindes. Augsburger Priesterseminar, neuer Regens wurde offiziell in sein Amt eingeführt. Und Jubiläum, psychologische Beratungsstellen für Ehe, Familien und Lebensfragen im Bistum werden 40 Jahre alt. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. In diesen Wochen wird überall im Bistum Augsburg wieder Erstkommunion gefeiert. Es ist ein besonderer Tag für die Kinder und ihre ganze Familie. So auch vergangenen Sonntag in Bad Hindelang. Dort hatten sich 21 Kinder monatelang auf diesen Tag vorbereitet und freuten sich jetzt bei einem festlichen Gottesdienst, das Sakrament der Erstkommunion zu empfangen. Der einzige Wermutstropfen an diesem Tag war wohl das schlechte Wetter. Gemeinsam mit ihren Taufpaten und der Erneuerung des Taufversprechens starten die Kinder in den Tag. 11 Mädchen und 10 Buben werden hier in Bad Hindelang heute in die Mahlgemeinschaft aufgenommen. Pfarrer Matthias möchte mit dieser besonderen Einführung in den Tag der Erstkommunion ein Zeichen setzen. Ja, ich würde gerne, dass die Taufpaten nochmal so auch verstehen, dass sie ein Patenamt übernommen haben. Deshalb, bevor der Gottesdienst beginnt, sind die Paten noch einmal eingeladen, mit den Kindern ein Gebet zu sprechen, mit den Kindern einzuziehen zum Gottesdienst und so zu spüren, dass sie ein Patenamt übernommen haben, was nicht endet mit der Tauffeier, sondern eigentlich ein Leben lang. Und dann gehen wir mit den Kindern zum Gottesdienst in die Kirche und dann sind nochmal drei Elemente, die an die eigene Taufe erinnern sollen. Und das sind ja dann das Licht, der Name und das Glaubensbekenntnis, also dass wir uns nochmal erinnern, unserer Taufe mit der Gemeinde zusammen. Die Gemeinschaft der Pfarrgemeinde sollen die Kinder dann bei jedem Anlass erfahren, ob bei einem traurigen oder einem schönen Anlass wie ihre eigenen Erstkommunion heute. Alle Augen sind nun auf sie gerichtet. Nach Monaten der Vorbereitung ist es für die Drittklässler endlich soweit. Das Motto des Tages, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, zieht sich dabei durch den ganzen Gottesdienst. Diese Mahlgemeinschaft, dass die Kinder auch erfahren sollen, dass man im Gottesdienst miteinander teilt, also die Gemeinschaft vom Gesang, vom Gebet und vor allem dann in der Feier der Heiligen Eucharistie. Dass das Brot für sie, ja, so klein dieses Brot auch ist, diese Hostie, für sie Großes bewirkt, also dass sie Gott erfahren durch diese Mahlgemeinschaft. Für diese Aufnahme in die Gemeinschaft sind die 21 Kommunionkinder gut gewappnet. Trotzdem sind natürlich alle ein bisschen aufgeregt. Viele Verwandte und Freunde sind gekommen, um den ganzen Tag bis zur Dankandacht am Abend mit den Erstkommunikanten zu verbringen. In einen fröhlichen Gottesdienst baut Pfarrer Matthias auch immer wieder besondere Elemente ein. So sprechen beispielsweise die Eltern gemeinsam mit den Kindern das Vaterunser. Und dann ist der große Moment gekommen, auf den alle gewartet haben. Die Bad Hindelanger Kinder empfangen zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Über die Bedeutung dieses Sakraments haben sie in den vergangenen Monaten viel gesprochen. Und doch sind für die Erstkommunikanten auch der ganze Tag das Drumherum und die Geschenke wichtig. Das größte Geschenk ist der Tag, diese Eucharistiefeier, aber ich wäre ja weltfremd, wenn ich sagen würde, die Geschenke sind nicht wichtig. Jedes Kind freut sich und Erwachsener erfreut sich ja auch über Geschenke. Aber ich würde den Kindern schon näher bringen, was das Geschenk des Tages ist. Und das ist halt wirklich diese Gemeinschaft mit Gott, die wir gefeiert haben. Und was mich freut, hier im Allgäu, in den Jahren, wo ich hier bin, die Erfahrung gemacht zu haben, dass die Eltern auch mitmachen. Und durch dieses positive Miteinander von Eltern und Pfarrei sollen die Kinder in Bad Hindelang auch weiterhin Gott erfahren können. Für heute jedenfalls sind alle begeistert. Und den meisten bleibt die neue Erfahrung natürlich ganz besonders im Kopf hängen. Erste Mal die heilige Hostie essen zu dürfen. Da, wo ich Tosch gekriegt habe. Ich fand ganz toll, dass der Pfarrer das alles so schön für uns gemacht hat. Mir hat's gut gefallen.
Und das Singen hat mir am besten gefallen. Dass man das, die Hostie zum ersten Mal gekriegt hat. Eigentlich das Ganze. Also mir hat alles gefallen. Die Hostien waren das Besonderste bei mir eigentlich. Mit anhaltender Euphorie beenden die Kinder nun den Gottesdienst ihrer Erstkommunion. Sie haben ihren Glauben heute selbst bezeugt und sind so eine Gemeinschaft mit Jesus Christus eingegangen. Es war der Tag der Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. In Rom und gleichzeitig der Tag, an dem Domkapitular Michael Kreuzer ganz offiziell in sein neues Amt als Regens des Augsburger Priesterseminars eingeführt wurde. Und zwar in den Räumlichkeiten, die der heiliggesprochene Papst vor 27 Jahren selbst gesegnet hatte. Im Rahmen einer Vesper setzte Bischof Konrad Stasa am vergangenen Wochenende zudem in der Kapelle des Seminars eine Blutreliquie des polnischen Heiligen ein zur dauerhaften Verehrung. Das Priesterseminar St. Hieronymus hatte an diesem Tag somit gleich mehrfach Grund zur Freude. Es war ein einzigartiger Moment. All die Gläubigen hatten erst stundenlang beim Augsburger Priesterseminar in der Kälte ausgeharrt, um dann schließlich dabei zu sein, wenn Johannes Paul II. Die neuen Räume in der Hauenstädter Straße segnet. Das war am 4. Mai 1987, vor fast genau 27 Jahren. Und an diesem Jahrestag kehrte nun eine Erinnerung des heiligen Johannes Paul II. In das Augsburger Priesterseminar zurück. Es war die Blutreliquie des polnischen Papstes, dort vorne neben dem Altar, die so viele Gläubige in die Seminarkapelle lockte. In seiner Predigt wies Bischof Konrad Starsa aber noch auf eine weitere Person hin, die an diesem Tag eine Art Rückkehr feierte. Domkapitular Michael Kreuzer trat offiziell sein Amt als Nachfolger von Regens Martin Straub an. Ich war hier vor 27 Jahren, als Papst Johannes Paul II. Hier war, um das Haus zu segnen, habe die Bauzeit miterlebt, habe die Planungen miterlebt als Student und kenne von daher noch jeden Winkel dieses Hauses. Es war für mich jetzt schön, hierher zurückzukehren und aus einer anderen Perspektive das Haus zu beleben. Während der Allerheiligen-Litanei wurde die Blutreliquie des heiligen Papstes schließlich in einer Prozession in die kleine Kapelle des Priesterseminars gebracht, wo sie dann zur dauerhaften Verehrung in einer aus Zirbelholz geschnitzten und versilberten Büste eingesetzt wurde. So wird Johannes Paul II. Im Alltag der Seminaristen künftig stets präsent sein. Jeder Seminarist, egal wo er wohnt, läuft ja automatisch einmal am Tag mindestens an der Kapelle vorbei, spätestens wenn er zum Essen geht, zum Gebet. Und man sieht sie natürlich auch immer. Und von dem her hat das schon mal eine hohe Präsenz. Es ist natürlich unheimlich gut, einmal Zwiesprache zu halten. Und also mir bedeutet sehr viel. Es ist auch total schön zu wissen, dass er das Seminar hier eingeweiht hat, was mir sehr bewegt. Er hat wohl gesagt, er hat hier gebetet für alle, die hier jemals studieren werden. Und es ist eigentlich total schön zu wissen. Und dass er jetzt eben durch die Reliquie auf besondere Weise da ist und bei Gott für uns Fürsprache tut. Aber nicht nur Papst Johannes Paul II. Wird die Seminaristen künftig noch stärker auf ihrem Weg zu Dienern Gottes begleiten. Auch ihr neuer Regens möchte, so sagte er in seiner Antrittsrede, stets das Wohl aller, ob nun Seminaristen, Köche oder Hausmeister, gleichermaßen im Blick haben und das Priesterseminar mit allen gemeinsam in die Zukunft führen. Die Herausforderung unserer Zeit für die Priesterausbildung ist die, dass wir sehen müssen, wie wir mit den großen Räumen und den Ressourcen unserer künftigen Priester zurechtkommen. Wie können die jungen Leute mit einem guten Gefühl sagen, ich bin bereit, in die Pastoral zu gehen, wohl wissend, dass es sehr viel Arbeit sein wird? Wie kann man ihnen ein Leben ermöglichen, in dem sie ihre eigene Spiritualität leben, in dem sie die Vielfalt der Menschen vor Ort erkennen, in dem sie da sind in den Herausforderungen der großen Räume. Das wird das Spannende sein für die nächsten Jahre. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die mit der Leitung des Augsburger Priesterseminars St. Hieronymus auf Regens Michael Kreuzer zukommt. Doch an diesem Abend stand vor allem das Beisammensein in lockerer Atmosphäre im Vordergrund, vollgepackt mit zahlreichen Glückwünschen. Gottes Segen, ein glückliches Händchen, dann, ja, dass er unsere Seminaristen gut begleitet.
und, wie es jetzt schon in mehreren Reden geheißen hat, zu guten Hirten ausbildet. Ich erwarte mir eine gute Zusammenarbeit zwischen Seminar und Fakultät, damit nicht so der Gedanke entsteht, das Glauben ist das eine, das Studium ist das andere. Und irgendwann meint man dann, man hat so einen gewissen Status erreicht und braucht sich nicht mehr weiterzuentwickeln. Das wäre gefährlich. Vor allem eine glückliche Hand für die verschiedenen Situationen, die ihm jetzt dann begegnen werden. Wir sind ja ganz verschiedene Leute als Seminaristen hier im Haus und da bringt jeder was anderes mit, jeder hat andere Gedanken und Vorstellungen und das einfach auch ein bisschen zu lenken und da Gespür dafür zu haben. Unterhaltsame Klänge sowie anregende Gespräche rundeten den Abend im Augsburger Priesterseminar schließlich ab. Die psychologischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen des Bistums Augsburg, kurz EFL, haben in dieser Woche mit einem großen Festakt ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Im Gründungsjahr 1974 waren es 319 Menschen, die sich mit ihren Problemen an die EFL gewandt hatten. Im vergangenen Jahr waren es 6.278. Insgesamt wurden dabei fast 26.000 Beratungsstunden geleistet. 26.000 gute Gründe also, die jahrzehntelange Leistung der EFL zu feiern und zu würdigen. Das Haus St. Ulrich erlebte an diesem Nachmittag einen besonderen Gottesdienst in der hauseigenen Kapelle. Gleich zu Beginn wurden Briefe von Klienten der EFL, der Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen, verlesen, um deutlich zu machen, was hier von den Beratern in jedem Jahr geleistet wird. Es war Bischof Konrad Starsaar anzumerken, wie verbunden er sich der EFL fühlt im 40. Jahr ihres Bestehens. Hier ist Kirche ganz nah am Menschen, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Die Kirche will einerseits festhalten an dem, was Ehe und Familie ist, nämlich auf Dauer, auf Lebenszeit angelegte Partnerschaft von Mann und Frau mit Kindern. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch um die Zerbrechlichkeit und Gebrochenheit in unseren Beziehungen. Und da möchte die Kirche im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite stehen. Was vor allem auf uns zukommen wird, wird eine strukturelle Veränderung sein. Unsere Beraterinnen und Berater sind in der Hauptsache ja auf Honorarbasis tätig. Und Gott sei Dank überlegt sich jetzt die Diözese auch mehr Festanstellungen zu machen. Das sichert unsere Planung. Deshalb freuen wir uns sehr, wenn es mehr Festanstellungen gibt. Und insgesamt wollen wir einfach so Nabel der Zeit bleiben. Wir wollen einfach schauen, welche Themen bringen die Menschen mit uns da immer weiter auch qualifizieren, um das bieten zu können, was die Menschen von uns brauchen. 40 Jahre Problemlösung, 40 Jahre helfende Hände. An diesem Tag standen einige der Berater ausnahmsweise mal in der Öffentlichkeit auf der großen Bühne. Der Applaus gebührte ihnen. Besonders bemerkenswert bei dieser Jubiläumsveranstaltung die gute Laune, der Optimismus, das spürbar herzliche Miteinander aller Beteiligten. Manchmal tut es auch einfach gut, innezuhalten und sich zu vergegenwärtigen, was schon alles geleistet worden ist. Dann wünsche ich ein gutes Durchhalten der Ehe- und Familienberatung und ein immer sich einstellen können auf die aktuellen Problematiken, die in Ehen und Familien auftauchen. Denn die Zeit ändert sich ja und insofern müssen sich auch die Angebote anpassen und ändern. Sie müssen, denke ich, nahe bei den Menschen sein und das wünsche ich der Ehe- und Familien- und Lebensberatung, dass ihr das immer wieder gelingt. Deswegen wünsche ich wirklich dieser Vereinigung, ja, dass es so weitergeht, dass sie den Menschen auch eine Hilfestellung geben können, die sie brauchen. Ich wünsche ihr natürlich viel Ausdauer, ein offenes Ohr, ein offenes Herz, viel Kraft und dass sie wirksam ist, dass sie Menschen begegnet, die Hilfe suchen, die Beratung brauchen. Da wünsche ich alles Gute und Gottes Segen und bin eigentlich stolz darauf, dass wir als Kirche, als Diözese hier so mit großer Professionalität und aus dem Geist Jesu heraus da wirken und dort sind, wo die Menschen sind. Das ist ja das, was Papst Franziskus uns momentan, denke ich, beständig gut ins Gewissen redet, ganz nahe bei den Menschen zu sein und denke, da sind wir wirklich bei den Menschen. Gut gelaunte Redner und wunderbare Musik, ein rundum gelungener Festakt zum Geburtstag der EFL, ein großer Applaus für eine ganz große Leistung. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten der vergangenen Woche.
Am kommenden Samstag, den 10. Mai, öffnen 50 Klöster und Ordensniederlassungen im Bistum Augsburg ihre Pforten und gewähren ungewöhnliche Einblicke in ihren Alltag. An vielen Orten der Diözese, von Roggenburg bis Benediktbeuern, über Nördlingen und Sonthofen, gibt es ein umfangreiches Angebot. Am Tag der offenen Klöster sind alle herzlich willkommen, einzutreten und das Leben in den geistlichen Gemeinschaften hautnah mitzuerleben, so der Ordensreferent der Diözese Augsburg, Pfarrer Ulrich Lindl. Hier offenbare sich eine wahre Vielfalt gelebter Berufung. Führungen durch die Klöster und deren verschiedenen Einrichtungen, Gebete, Diskussionen, Vorträge, aber auch viel Buntes, zum Beispiel ein Kochworkshop nach Hildegard von Bingen, versprechen interessante Begegnungen und Erlebnisse. Das Programm finden Sie im Internet unter berufung-augsburg.de. Am Donnerstag fand im Augsburger Dom die erste feierliche Maiandacht statt. In der Predigt sprach Bischof Konrad Stasa über die erste Selbstoffenbarung Jesu noch als Kind und über die Rolle Marias, die zu Recht Mutter der Barmherzigkeit genannt werde. Maria, deren Niedrigkeit sich der Allerhöchste zuerst erbarmt hat, verweigert den Erniedrigten und Geschlagenen ihre Fürbitte, ihre Stärkung und ihren Trost nicht, wenn sie sich hilfesuchend an sie wenden. Du bist mächtig, uns aus Nöten und Gefahren zu erretten, denn wo Menschenhilf gebricht, mangelt doch die deine nicht. So beten wir in einem alten Mariengebet und können zu allen Zeiten unsere Bitte aktualisieren. Hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Die Maiandacht am nächsten Sonntag steht unter dem Thema Mutter der schönen Liebe. Das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg hat eine neue hauptamtliche Geschäftsführerin. Die 55-jährige Christine Siebert leitet seit April die Geschäfte des Hospizvereins. Hier in der Mitte neben den Vorstandsvorsitzenden des Vereins, Domkapitular Armin Zürn und Margarete Beck. Der Verein mit 1600 Mitgliedern, über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 100 ehrenamtlichen Hospizhelfern habe inzwischen eine Größenordnung erreicht, in der nur eine ehrenamtliche Geschäftsführung nicht mehr realisierbar sei, erklärte Domkapitular Armin Zürn. Christine Siebert hat die Pflege von der Pike auf gelernt und bringt eine langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Leitung von Einrichtungen mit. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich musikalisch weiter. Außerdem zeigen wir Ihnen, was der 99. Deutsche Katholikentag, der Ende Mai in Regensburg stattfinden wird, zu bieten hat. Bleiben Sie also dran. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche. Wir machen Mut zum Leben. KJF. Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg hatte zum Vortrag der Publizistin, Journalistin und Buchautorin Birgit Keller eingeladen. Thema: Was kommt, wenn Familie geht? Die erste Überraschung des Abends: erstaunlich viele Männer interessierten sich für den Vortrag der vierfachen Mutter, die sich darüber empört, dass jungen Frauen heutzutage ein Lebensmodell übergestülpt wird, statt ihnen eine eigene, echte Wahlfreiheit zu lassen. Als Mutter, die zu Hause geblieben ist, um ihre kleinen Kinder selbst zu erziehen, statt sie in eine Kinderkrippe zu geben, habe sie, so Kelle, vor allem von anderen Frauen viel Kritik und Widerstand erfahren. Sie sei als ewig gestrig beschimpft worden, als Auslaufmodell oder als Heimchen am Herd. In ihrem Vortrag plädierte Birgit Kelle dafür, Familienpolitik wieder für Familien zu machen und Eltern nicht als Spielball der Wirtschaft zu missbrauchen. Denn was kommt, so fragte sie, wenn die Familie geht? Das müsse auch in der Gesellschaft mal zu Ende gedacht werden. Wir haben bei Birgit Kelle nachgefragt, was sie denn anders machen würde. Frau Kelle, Sie haben mal gesagt, die Sorgen und Nöte eines alleinerziehenden Vaters sind mir näher als das Lebensmodell einer kinderlosen Karrierefrau. Ich hoffe, ich habe Sie richtig zitiert. Fühlen Sie sich als so eine Art Anwältin für Familien?
Könnte man schon so sagen. Ich habe zwar mich nie selber in der Rolle gesehen, bin aber in diese Rolle offensichtlich reingerutscht, weil ich einfach angefangen habe, die Stimme zu erheben für Frauen und Kinder und Familie vor allen Dingen. Und weil ich festgestellt habe, es gibt überhaupt keine Lobby für uns. Also die Mütter sind die vergessenen Frauen der feministischen Bewegung. Wir sind immer noch Störfaktor im System. Und dementsprechend muss irgendjemand mal anfangen, Politik für uns zu machen. Und ich finde, wir müssen anfangen zu unterscheiden, nicht mehr so sehr zwischen Männern und Frauen, sondern mehr zwischen Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder. Weil dort sind die Gräben viel tiefer dazwischen. Denn auch ein Vater, der Kinder großzieht, hat die gleichen Probleme wie eine Mutter, die Kinder großzieht. Und dementsprechend sind die Interessen einer Frau, die Karriere macht und keine Kinder hat, die hat ganz andere Interessen als ich mit Kind. Und deswegen sage ich, alle, die selber auch Kinder großziehen, sind mir viel näher als diejenigen, die keine Kinder großziehen. Aber eine organisierte Betreuung ist doch eine große Hilfe, gerade für Frauen. Sie sind nicht mehr Anhängsel des Mannes, sondern sie sind dann auch finanziell selbstständig. Wollen Sie das nicht? Wollen Sie das abschaffen? Ja, die Frage ist, was wollen denn eigentlich Eltern? Also ich kenne keine Eltern, die Kinder bekommen haben, nur damit sie anschließend die Kinder irgendwo in eine Institution geben, sondern die Eltern, die ich kenne, und das ist eine große Masse, die möchte gerne selber ihre Kinder erziehen und möchte aber dafür auch eine finanzielle Basis haben. Wenn wir anfangen zu sagen, es ist nur noch erstrebenswert, berufstätig zu sein und wir müssen alles tun, nur damit die Kinder irgendwie betreut sind, ist das für mich eine blanke Horrorvorstellung. Und ich glaube auch, dass das für Kinder, also die Interessen der Kinder werden völlig außen vor gelassen, weil wir so tun, als wäre das für Kinder ganz großartig, dass sie den ganzen Tag unter Fremden verbringen. Insofern denke ich, es ist richtig, dass der Staat hilft, jungen Eltern ihre Kinder zu erziehen. Aber wie die Eltern das bewerkstelligen, ob sie es selber machen oder ob sie sagen, wir wollen eine staatliche Betreuung in Anspruch nehmen, das ist Entscheidung der Eltern. Wir müssen aber beide Optionen finanziell möglich machen. Für die Betreuung gibt der Staat eine ganze Menge Geld aus, auch für die Betreuung zu Hause. Man nennt es so gern mal flapsig Herdprämie. Glauben Sie, dass das ein Angriff ist, besonders auf Frauen? Ich finde es ehrlich gesagt eine ziemliche Beleidigung, hier von einer Herdprämie zu sprechen, weil es erstens mal nicht die Realität trifft. Also eine Eltern, die zu Hause sind, stehen nicht den ganzen Tag am Herd. Und zweitens ist es so, dass es mich verwundert, dass jede Erziehung in Deutschland für wertvoll betrachtet wird, außer sie passiert an den eigenen Kindern. Ich hab mal eine Weile neben einer Mutter gewohnt, die auch vier Kinder hatte. Hätten wir uns gegenseitig als Tagesmütter angestellt und ich ihre vier Kinder großgezogen und sie meine, dann wären wir plötzlich anerkannte Mitglieder dieser Gesellschaft gewesen und steuerpflichtig und wir hätten in die Sozialkassen einbezahlt und alle hätten gesagt, ja, du machst einen ganz wertvollen Job. Wir hätten aber nichts anderes getan als vorher auch, nämlich vier Kinder großziehen, nur nicht unsere eigenen. Das heißt, wir sehen ein, dass Erziehung wichtig ist und dass frühkindliche Bildung wichtig ist, aber sobald eine Mutter anfängt, ihr eigenes Kind großzuziehen, schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann. Die Eltern sind immer noch diejenigen, die für die Erziehung als Erste zuständig sind und sie haben vor allen Dingen einen Standortvorteil, den der Staat niemals bieten kann, nämlich sie lieben ihr Kind. Der Staat kann keine Kinder lieben und Kinder brauchen vor allen Dingen jemand, der an sie glaubt, jemand, der sie liebt und dann können Kinder auch lernen, wenn sie eine sichere Bindung haben zu ihren Eltern. Dann kann man sie rausschicken. Aber dass wir einfach nur Kinder rausziehen aus den Familien und sagen, die werden jetzt irgendwo betreut, finde ich ein Skandal und finde ich eine Horrorvorstellung. Man merkt es so richtig, Sie reden sich in Wut. Das Magazin Cicero hat Sie mal als Wutmutter beschrieben. Werden Sie wütend bei diesem Thema? Ja, vielleicht wird es ja mal auch Zeit, dass wir wütend werden. Mich macht das in der Tat wütend, dass wir ständig schlecht über Mütter reden und damit schlecht über Frauen reden. Und nicht einmal Frauen springen uns zur Seite. Die ganze feministische Bewegung zieht sogar vorne mit an vorderster Front, wenn es gegen die Mütter geht. Das sind andere Frauen, die mich beleidigen, auch als Heimchen am Herd oder als Latte Macchiato-Mütter, so als würde ich einfach nur Kaffee trinken zu Hause den ganzen Tag. Und wir leisten einen großen Beitrag für die Gesellschaft. Später nimmt gerne die Gesellschaft meine vier Kinder, wenn ich sie wunderbar großgezogen habe und sie später Steuerzahler werden und ordentlich arbeiten. Dann nehmen alle gerne meine Kinder, damit sie auch später die Rente von vor allen Dingen kinderlosen Leuten bezahlen. Aber niemand will honorieren das, was ich tue, das, was ich leiste. Und ich finde, es wird wirklich Zeit, dass wir als Eltern endlich auf die Barrikaden gehen. Was schlagen Sie also vor? Was sollte man tun? Also Barrikaden gehen, das ist ja so ein bisschen generalistisch gemeint. Also was schlagen Sie vor? Ich schlage vor, dass wir die elterliche Erziehung genauso anerkennen wie jede Erziehung, die anderswo passiert auch. Es ist einfach an der Zeit, dass wir realisieren, dass wir uns
vor allen Dingen nicht leisten können, dass Eltern nicht mehr erziehen. Wir sehen doch, dass genau dort immer die Probleme entstehen. Wir beklagen, dass Eltern immer erziehungsunfähiger werden angeblich. Das heißt, wir beklagen, wenn elterliche Erziehung nicht mehr stattfindet. Wir fördern aber nicht, dass Eltern erziehen. Das ist ein Paradoxon. Und ich denke, eine Gesellschaft, wo Eltern sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern, da entstehen so viele neue Probleme, dass wir vielleicht jetzt mal langsam wieder einen Schritt zurücktreten müssen, einmal durchatmen und zu schauen vor allen Dingen auch, was brauchen unsere Kinder? Und dann werden wir feststellen, sie brauchen vor allen Dingen eine stabile Familie und dann anfangen, das endlich zu fördern, anstatt immer Ersatzinstitutionen zu fördern. Denn alles, was wir tun derzeit, sei es Krippe, sei es Ganztagsschulen, sei es subventioniertes Mittagessen, es ist immer ein Ersatz für familiäre Strukturen. Und ich möchte gerne, dass wir endlich das Original finanzieren. Vor über 3 Jahrzehnten hatte der Pfarrer des Monheimer Ortsteils Weilheim eine Idee. Er wollte für seine Pfarrei einen Jugendchor, der neue geistliche Lieder singt. Mit dieser Bitte wandte er sich an die jungen Pfarreimitglieder, die damals 17-jährige Lydia Pfefferer und ihre 14-jährige Schwester Gisela konnten ihrem Pfarrerwunsch nicht abschlagen und gründeten mit 8 anderen jungen Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren einen Kirchenchor. Mit Heimorgel und Gitarre gestalteten sie Jugend- und Maiandachten sowie Erstkommunionfeiern. Damals nannten sie sich einfach Jugendsingkreis Weilheim. Inzwischen ist daraus der vielbeachtete Chor De Lumina mit über 30 Mitgliedern geworden. Zum 35-jährigen Bestehen wurde jetzt ein Benefizkonzert veranstaltet. Um Punkt 18 Uhr war in der Stadtpfarrkirche Monheim kein Platz mehr frei. Denn sehr viele Menschen hatten die Einladung zum Benefizkonzert des einstigen Jugendchores De Lumina angenommen. Ganze 35 Jahre sind inzwischen vergangen, seit der damalige Ortspfarrer Hans Weidemann die Gründung des Chores angeregt hat. Uns ist es schon vom Namen her, also De Lumina ist unser Name und das kommt vom Lateinischen De Lumine und das heißt vom Licht. Und unser Chor möchte einfach von Gott, der unser Licht und unsere Liebe ist, singen und einfach die Freude, die wir durch ihn erfahren, einfach an andere Menschen weitergeben. Inzwischen hat der Chor über 30 Mitglieder und ist zu einem generationsübergreifenden Lebenswerk geworden. Einige Gründungsmitglieder musizieren jetzt gemeinsam mit ihren Kindern. Für mich ist es einfach eine Ehre, für Gott zu singen und die Menschen eine Freude ins Herz zu bringen. Und dann irgendwann kam dann natürlich, wäre auch mal schön, damit zu singen. Und bei so einer tollen Gruppe macht es dann natürlich auch total viel Spaß. Wir sind gefragt worden und haben uns aufgemacht. Ich mit ein paar Griffen Gitarre, konnte eigentlich überhaupt nichts. Aber wir haben halt einfach Gottvertrauen gehabt und haben gesungen. Und das ist heute gewachsen und eben der große Chor De Lumina entstanden. Ja, wir haben wöchentlich Probe im Haus St. Walburg und haben so circa 40 Auftritte im Jahr bei Hochzeiten, Konzerten etc. Und es macht sehr viel Spaß, sonst würden wir nicht so lange dabei sein. Also wir haben sehr viele langjährige Mitglieder. Also ich bin jetzt seit 6 Jahren erst dabei, eigentlich eine kurze Zeit, wenn man es mit den 35 Jahren vergleicht. Habe jetzt seit 3 Jahren eine Stelle, die eher weit weg ist, also habe gut 100 Kilometer hin und zurück in die Probe oder zum Auftritt. Aber es ist mir so wertvoll, die Gemeinschaft hier, dass ich den Weg gerne auf mich nehme und habe noch keine Sekunde in diesen 6 Jahren bereut. Der Chor mit Gitarren, Bass, Keyboard, Geige, Flöten und Percussion hat inzwischen eine CD mit 14 geistlichen Liedern aufgenommen. Schon längst ist De Lumina weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt. Ich habe schon einiges von De Lumina gehört, aber nur, das ist einfach ein normaler Chor, wie in jeder anderen Kirche. Und erst als ich eigentlich überall hinkam und Leute von diesem Chor wussten, ist mir bewusst geworden, was für eine Perle hier in diesem kleinen Städtchen Monheim ansässig ist. Zum feierlichen Anlass hat der Chor eine prominente Gastrednerin eingeladen, Schwester Theresa Zukitz.
Durch ihre unkonventionellen Fernsehauftritte kennen sie viele als die Nonne, die Skateboard fährt. Ihre Stärke ist aber vor allem, dass sie den Weg in die Herzen der Menschen findet und dass sie mit ihrem persönlichen Lebensmotto anderen Mut macht. Ja, mein persönliches Lebensmotto ist, mein Leben ist mein Hobby. Und so sehe ich das auch jeden Tag. Für jemanden, der jetzt traurig ist, ist es natürlich schwierig zu sagen. Ich denke, ich sage dann manchmal, nur einen halben Tag schaffen, nicht einen ganzen Tag schaffen, wenn es mal richtig schwer kommt. Ja, gib nicht auf, hab Mut, es gibt einen, der dich über alles liebt. Der Erlös aus dem Benefizkonzert kommt einem kleinen Kloster in Albanien zugute. Es wurde von Schwester Christina Färber aufgebaut. Die Ordensfrau kommt ursprünglich aus Donauwörth und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den Ärmsten der Armen zu helfen. Die Zustände in Albanien, wie die Leute im Krankenhaus behandelt werden und mit offenen Wunden entlassen werden. Und das Klösterle, das ist eine wunderbare Einrichtung, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und weil wir die Christina kennen und wissen, dass da das Geld wirklich am allerbesten aufgehoben ist und jeder Cent den Armen zugutekommt, deswegen spenden wir jetzt jedes Konzert für sie. Mit ihrer geistlichen Musik, die zum größten Teil selbst komponiert ist, hilft De Lumina nicht nur anderen Menschen, die in Not sind. Mit jedem ihrer Konzerte berühren die Musiker die Herzen vieler Menschen und sie geben dabei die Botschaft Jesu weiter. Übrigens kamen an diesem Abend 3000 Euro an Spenden zusammen, die der Chor bereits Schwester Christina für ihre Arbeit in Albanien überwiesen hat. Und damit zu unserem nächsten Thema. Mit Christus Brücken bauen. Unter diesem Motto findet Ende Mai wieder der Deutsche Katholikentag statt. In diesem Jahr ist Regensburg der Gastgeber und stellt sich auf rund 80.000 Besucher ein. Schon jetzt haben sich 26.000 Dauerteilnehmer angemeldet. Das hat das Katholikentagsbüro mitgeteilt. Neben zwei großen Gottesdiensten unter freiem Himmel geht es in den 5 Veranstaltungstagen vor allem darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und die ganze Vielfalt der katholischen Kirche zu erleben. Hier wird noch ein wenig geputzt und dort noch ordentlich gewerkelt. Die Stadt Regensburg macht sich hübsch für den 99. Katholikentag. Denn in knapp 4 Wochen werden sich dort um den Regensburger St. Petersdom tausende Katholiken versammeln, um ein großes Glaubensfest zu feiern. In den kleinen Gassen und auf den Plätzen der Altstadt wird es dann noch lebendiger zugehen als sonst. Das Veranstaltungsprogramm der 5 Tage kommt üppig daher. Mehr als 1000 Programmpunkte, vollgepackt mit Kunst, Kultur, Musik und Gebet. Es ist toll, in einem Stadion zu sein mit 20.000 anderen Personen und den Gottesdienst zu feiern. Das macht viel Spaß, macht viel Freude. Genauso schön natürlich auch, wenn man mal in eine Werkstatt gehen kann. Meinetwegen, jemand interessiert sich für fairen Handel, dann geht in eine Werkstatt dazu, diskutiert mit 10 anderen Gleichgesinnten darüber, geht dann ins klimaneutrale Dorf, verpflegt sich dort ökofair. Geht dann in die Stadt, ein Eis essen, guckt mal in den Dom, natürlich ohne Eis, hört sich ein Orgelkonzert an, geht abends dann zu den Wise Guys aufs Konzert und dann schnackt man noch im Gemeinschaftsquartier in der Schule mit den anderen und irgendwann um 2 Uhr nachts oder so, dann geht man auch mal schlafen. Bereits zum 3. Mal findet der Katholikentag in Regensburg statt. Anders als in den anderen großräumigeren Austragungsorten wird das Glaubensfest hier viele kleine Bühnen gleichzeitig bespielen. Auch evangelische Kirchen werden mit in das Programm eingebunden sein. Denn auch die Ökumene spielt eine Rolle, ganz nach dem Motto, mit Christus Brücken bauen. Wir haben ein starkes Ökumenezentrum. Das ist in der Mädchenrealschule Niedermünster, also direkt neben dem Dom gelegen. Das finde ich auch schön symbolisch, ein schön symbolisches Bild. Wir haben evangelische Christen in unseren Programmarbeitskreisen, die auch den ökumenischen Aspekt mit eingebracht haben. Wir haben einen riesen ökumenischen Gottesdienst im Dom mit Bischof Rudolf Voderholzer. Wir haben einen ökumenischen Frauengottesdienst. Also da gibt es viele ökumenische Initiativen und wir freuen uns über jeden, der kommt und sich informieren will. Seit 1,5 Jahren schon wird im zentralen Katholikentagsbüro in Regensburg das große Event geplant. Rund 40 Mitarbeiter sind nötig, um mit den Vorbereitungen rechtzeitig fertig zu werden. Gerade wird die letzte Ausgabe der Infobroschüre Brückenbauer auf den Weg gebracht. Eine Neuheit ist die Programm-App.
Wer das Programmheft zum ersten Mal in der Hand hält, das sind 640 Seiten, ist in der Regel ein bisschen erschlagen, das gebe ich auch zu. Es ist viel, man muss sich damit lange beschäftigen. Einfacher geht es mit der App, Sie tragen halt ein, was Sie interessiert und dann spuckt die App das aus, was Sie gerne sehen wollen. Dann gibt es Programmangebote. Sie können das, und das ist auch eine weitere Entwicklung, Sie sitzen zum Beispiel auf dem Heidplatz im Café und sagen so, wo ist denn jetzt welches Programm in unmittelbarer Umgebung, gucken auf die App und dann sehen Sie, ah ja, im Thon-Dittmar-Palais gibt es eine Veranstaltung, da gehe ich jetzt hin. Und das sind natürlich so kleine Features, die dann auch Lust und Laune machen. Mehr Informationen zur Anmeldung und zum Programm des 99. Katholikentags in Regensburg finden Sie im Internet unter katholikentag.de. Damit verabschiede ich mich von Ihnen für diese Woche und freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit.